Ich könnte mir vorstellen, dass das dann so läuft, dass man per Mausklick sich dann die Butter und die Breze nach Hause holt, ne? Ich denke, es wird immer mehr, dass man bestellt im Internet und dass auch die Supermärkte langsam aussterben. Also ich glaube, dass vieles dann nur noch im Internet gekauft wird, dass dann vielleicht schon so Roboter oder Drohnen das nach Hause bringen. Ich gehe davon aus, dass Bargeld im Laufe der Zeit abgeschafft wird. Ich denke, dass sich gerade diese bargeldlosen Zahlungsmittel immer mehr häufen, auch bei kleineren Beträgen von 1, 2, 3 Euro mal. Ich glaube, dass viele dann von zu Hause kommunizieren und sich nicht mehr in Meetings treffen, sondern dann geht das Ganze halt übers Internet. Ich arbeite für eine Firma in Hongkong und während ich beim Kunden sitze, hole ich mir die Kollegin in Hongkong ran und die nimmt im Grunde am Meeting teil. Das ist rapide die letzten 2, 3 Jahre schon ebenso gewachsen. Was dabei verloren geht, ist halt das Menschliche, das Soziale, die Gespräche, die Leute vereinsamen immer mehr. Manchmal ist der persönliche Kontakt natürlich ganz wichtig. Also wenn man den gar nicht mehr hat, dann wird es schwierig. Ich hätte selber keinen Bock, immer zu Hause zu arbeiten, weil ich irgendwie das Umfeld brauche zum Arbeiten. Was ist eine Zeitung genau? Ich lese keine mehr. Ich lese das alles im Internet. Ich glaube, in 20, 30 Jahren ist es wahrscheinlich so, dass man nur noch ein Gerät hat und dort alles macht. Ich werde meine Cyberspace-Brille anhaben und werde ständig im Internet surfen. Also ich glaube eher, dass es im Gegenteil nicht nur sich auf ein Gerät beschränken wird. I think we are going to see further evolving and merging these environments between the smartphone and tablet and computing is going to be, let's say, much more independent from the device. So I think here is going to be, the merging is going to continue.